53 Jahre alt, komme aus Oebisfelde-Seferling. Bin ziemlich lange Ortschaftsrätin und Stadträtin gewesen. Da ja Jens und Olaf das schon so gut vorbereitet haben, kann ich ja eigentlich gleich ins Eingemachte gehen. Die Aufgaben eines Stadtrates. Man kann natürlich sagen, okay, ich bin Stadtrat, bereite mich nicht vor, gehe hin, gucke, ach, die melden sich alle, melde ich auch für ja. Es ist so, 10 Tage vor der Stadtratssitzung kriegst du die Unterlagen, das sind meistens 20 bis 30 Punkte. Da geht es über Soziales, über Baurecht, über Bau, über Ausbesserung, welcher Verein wird gefördert, der braucht neue Instrumente, die Feuerwehr braucht dies und das. Okay, dann stehe ich kann ja nur meine persönlichen Erfahrungen oder meine Einstellung als Stadträtin sagen. Ich kann nicht erzählen, wie die Mehrheit darüber denkt oder nicht denkt. Für mich ist es wichtig, was wollen die Leute? Und wenn ich jetzt sage, okay, die Leute sagen jetzt alle, wir brauchen neue Laternen, kostet 100.000 Euro. Dann muss ich mir aber auch in diesem Zuge gleich wieder Gedanken machen, wenn das 100.000 Euro kostet, wo kriege ich das Geld? So, und jetzt wollte ich mal ein paar Beispiele nennen. Für mich selber ist es am wichtigsten Bürgernähe. Was wirklich eine Straße soll ausgebaut werden. Stichweg. 4 Anlieger wäre pro Anlieger 15.000 Euro. Dieser Weg wurde nie genutzt. Ich erzähle jetzt wirklich mal praxisbezogen. Wurde nie genutzt. Da habe ich gedacht, ist ja eigentlich blödsinnig. Nur eine alte Oma von 75 Jahren soll jetzt auf 15.000 Euro hinlegen. Für einen Weg nicht benutzt, nur weil der Gartenzaun da steht. Kein Tor. So. Dann bin ich eben so, ich überlege mir, spreche mit den Anliegern. Jetzt kam raus bei diesen Geschichten mit den Anliegern, weil in diesem Zuge, die haben gesagt, ja, wir müssen nicht nur die Straße bauen, ihr müsst auch noch Kanalisation kriegen. So. Mit den Anliegern waren ja nicht so viele, ne? Gesprochen, waren alle angeschlossen. Waren alle angeschlossen, haben das per Vertrag, es ging über ein Nachbargrundstück, wurde per Notar abgesegnet, alles gut und schön. Also hatte irgendjemand eine bekloppte Idee, sollte eben gemacht werden. Im Vorfeld, bei uns war es immer so gewesen, dass der Stadtrat oder der Ortschaftsrat hat bestimmt, wir bauen die Straße jetzt aus und wir nehmen die und die Steine und dann bauen wir da noch ein paar Bäumchen hin. Danach wurde die Anliegerversammlung gemacht. Also die Anlieger, die 90% von dieser Baumaßnahme bezahlen sollen, die wurden danach gefragt. Also obwohl es schon ein Beschluss war, fertig, aus. Da haben wir für Sorge getragen, dass vorverlegt wurde. Also kam diese Anliegerversammlung, da ist ja jemand von der Verwaltung da, der Bürgermeister ist da, das ganze Programm. So, nun war der Projektleiter, ne, es kommt ja immer, das darf man ja auch nicht vergessen. Für jedes Projekt wird ein Planungsbüro beauftragt, was denn ganz wenig Geld kostet, in Anführungsstrichen, und wenn es der größte Schwachsinn ist. Es wird ein Planungsbüro und das Geld von unserer Stadt wird ausgegeben. So, der Promo, alles schick, alles toll, so. Abmeldung, hallo, bitte, die sind da angeschlossen, stimmt nicht. Die sind nicht angeschlossen. Und wenn die Verwaltung sagt, die sind nicht angeschlossen, dann sind sie nicht angeschlossen. So, also Verträge vorgezeigt, Ende vom Lied, wir konnten die ganze Sache kippen. Wir konnten, es war ja nicht rechtens gewesen, so, fertig. Und da ist die, also meines Erachtens nach, ist die Aufgabe eines Stadtrates wirklich, und darauf schwört man auch einen Eid, dass man zum Wohle dieser Stadt und zum Wohle der dort wohnenden Bürger sich einsetzen sollte. Und wenn ich, was Olaf so sagte, oder auch Jens, diese ganze Problematik, dass man sich nicht traut, irgendetwas zu sagen zum Beispiel. Ich bin immer fraktionslos, ich war immer alleine. Ja? Aber wenn man das, also früher war es so, ich habe dann geheult, nur oh Mensch, ich meine das doch nur gut mit dieser Stadt und alle meckern sie mit mir, jedenfalls der Stadtrat und so, ne? Verstehe ich gar nicht. So, und dann habe ich mir angewöhnt, nur Fakten zählen im Leben, nichts anderes. Was will der Stadtrat gegen Fakten sagen? So. Da muss man sich überlegen, wenn man in den Stadtrat hinein möchte, sich hinein wählen lassen will. Es gibt ja dann auch noch Ausschüsse, Finanzausschuss, Sozialausschuss. Man muss sich wirklich, also man hat da ziemlich viel mit zu tun, wenn man zu so einer Sache steht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, viele stehen nicht dazu. Die finden das toll, im Stadtrat zu sein. Oh, da machen wir schon alles. So, und kümmern sich nicht. Und gucken wirklich da, ach, 70% stimmen für ja, stimme ich auch für ja. Oder es gibt dann noch Stadträte, die denken, kleine Könige und sind zu mächtig und die sind verbal natürlich auch richtig gut. Also die sind, da kann man, denke ich manchmal, glaube ich, doch
das muss doch diesmal wahr sein. So, und da muss man sich immer am Ball bleiben, informieren und nur dann kann man etwas machen. Die ganzen Leute, wenn man die Stadtratssitzung sitzt, in öffentlichen Teilen, da ist kein Bürger mehr, nichts, gar nichts. Kein Ortschaftsräte, nichts. So, man sagt immer, ja, was kann man, die Leute, ob das politisch ist oder auch, wenn es den eigenen Ort angeht, die stehen bei Penny und sagen, Scheiße, kotzt mich das alles an, bla bla bla. Ja. Wir fragen, ey, kommt mal mit, was kann ich für euch tun? Wir haben Straßenbaumaßnahmen, die Straßen haben wir kippen können, weil wir das natürlich dann uns zusammengeschlossen haben und dann die Mächtigen entmachten konnten, durch Fakten, ganz einfach. So, und da sind die dann so in Zugzwang gekommen, dass sie dann umgeschwenkt haben. Und das Stadtrat, ein Ortschaftsrat, ja, ob es einen Ortschaftsrat noch geben sollte oder müsste, finde ich in der Beziehung wichtig, dass man eben, dass der Stadtrat eigentlich noch weiß, die Kreise sind so groß, dass die eigentlich noch wissen, Mensch, da, Weferling hat das Problem, Dürren das, ich rede jetzt nur von unserer Region, weil hier, wo ich ja durcheinander komme, ja, Geografie war nie mein Ding. So. Und da bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass es Ortschaftsräte noch gibt. Aber die Meinung ist meine Meinung, verstehen ihren Job falsch. Und dann kommen wir, es herrscht, und das ist nicht nur bei uns so, das ist glaube ich in 70% so, dass Feindverwaltung gegen Bürgermeister, Stadtrat, Ortschaftsrat, da ist jeder mit jedem verfeindet, der Stadtrat steht, also diese blöde Verfeindung, ja, werden wir es mal richtig geben und erzählen den größten Schwachsinn, anstatt es, wie überall finde ich, es geht nur gemeinsam, es geht nicht anders. Und da ist so viel Zicken, also man muss sich richtig vorbereiten, wenn Entscheidungen anstehen. Und das ist das große Problem, dass viele, jo, können wir machen. Und eigentlich, sage ich mal so, ein halbes Todesurteil aussprechen. So, und das sind eigentlich die, für mich, die Grundlagen oder die Hauptaufgabe eines Stadtrates, sich wirklich zu informieren, wo kann ich mache jetzt zum Beispiel so, unsere Gemeinde ist durch diese Heirat so groß geworden, ich fahre zu den Ortschaftsratssitzungen. Mal, was ist denn da für ein Problem, was ist denn da für ein Problem? Ja, ich bin zurzeit Ortschaftsrat, ich bin nicht Stadtrat und versuche das dann in den Stadtrat reinzubringen. Ich bin die Einzige, die dann, also als Ortschaftsrat darf ich auch in einem nicht öffentlichen Teil beim Stadtrat sitzen. So. Und ich bin dann so und versuche das jetzt mal auf den Weg zu bringen. Eine Frage war in den Ortschaftsräten, die haben ein halbes Jahr schon eine Anfrage zu laufen, die von der Verwaltung nicht beantwortet worden ist. Da bin ich dann hin, habe dann beim Stadtrat gefragt, habe mal, wie lange muss, wenn der Ortschaftsrat eine Frage hat, die Verwaltung antworten? 6 Monate, ansonsten Kommunalaufsicht und Dienstaufsichtsbeschwerde. Das ist der nächste Weg. Ein halbes Jahr, es wird alles, es verläuft im Sande. Man muss eben einfach dolle am Ball bleiben. Ja, und das kostet viel Kraft, viel Zeit. Und man muss auch die richtige Einstellung haben, weil die SPD und die CDU, also die sind dann so, die Linken dann wieder so. Und kurz vor der Sitzung sagen sie, ach nee, machen wir doch nicht. Und dann sitzen sich wieder alle einig. So, aber man kann auch als Einzelkämpfer was erreichen. Das möchte ich hier, es ist verdammt schwer und gegen diese, was ihr so gesagt habt, wenn es gefilmt wird und dann wird da was niedergemacht und dann sind die Fraktionen alle, die sind sich einig und da ist nur die Andrea Bogner, die da wieder so einen scheiß Vorschlag hat. Abnehmen, sind wir dagegen. So, aber wenn die Fakten dann für einen sprechen und da möchte ich mal ein ganz wirklich positives Erlebnis erzählen. In Übelsfelde-Weferlingen, wir müssen Geld sparen. Wir werden wahrscheinlich 20.000 Euro sparen, wir machen die Lichter aus. Zack, aus, fertig. Also, und dann werden wir 20.000 Euro sparen. So, dann habe ich mich erkundigt, Zeitschaltuhren sind über 300 Stück eingebaut worden, eine kostet 85 Euro. Seit 5 Monaten haben wir die Nachfragen gestellt, was, wie hoch sind die Ersparnisse, woher wisst ihr denn im Vorfeld, dass wir 20.000 Euro sparen, wenn das nicht gemessen worden ist, wenn ein Zählerstand, du musst ja wirklich mal einen Zählerstand abgelesen haben, zack, zack, fertig, gehst du nach einem Jahr, so ist es. So, ist so und bei uns ist, Öber ist dann natürlich auch vom Stadtrat, sind natürlich Aufsichtsräte, sind dort natürlich auch. Also wir lassen es als bei der Öber, weil die haben richtig Ahnung. So. Kostet auch, also ne, ist eben so, wir haben keine Alternative, machen wir. War ich im Ortschaftsrat Weferling, kommt ein junger Mann, Zeitungsbericht, Dimmleit heißt die Firma, ich will jetzt hier keine Werbung machen, Dimmleit, so und so, Garantie und war und wunderbar, keine Kosten, du bezahlst die Geräte mit dem Geld, was du im Jahr hast.
zugesicherte Ersparnisse, 63%, wären bei einer Einwohnerzahl von 20.000 Menschen 43.000 Euro. Die 43.000 Euro gibst du der Firma und bezahlst damit die ganzen Gerätschaften. Reparaturen bleiben ortsansässig. Also die Elektriker reparieren dann, wenn was ist. So, und das hat der Stadtrat gesagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. So, das war am Montag, habe ich erfahren, am Dienstag die Firma angerufen, ich sage, schickt mir das alles her. Dann hatte ich 4 von 20 Stadträten, 4, wo ich wusste, die könnten auf meiner Seite sein. Ich also das Informationsmaterial dahin getickert und mit denen noch telefoniert. Mittwoch war Stadtrat, große Diskussion, weil im Vorfeld war schon alles klar, nein, das geht durch, die ÖWA kriegt das, wir haben ja keine Alternative. Das Ende vom Lied war, wir haben es gekippt und am 21. November ist der nächste Stadtrat, darf sich diese Firma vorstellen. So, und da muss man jetzt wiederum weiterdenken. Es war so gewesen, ich habe dann die Frage gesagt, könnt ihr mir das 35 Mal zur Stadt schicken, dass jeder Stadtrat sich darauf vorbereiten kann, was da jetzt passiert. Ne? So, ja, machen wir. Bürgermeisterin angerufen, Frau Wolf, haben Sie es gekriegt? Ja, lassen Sie, ja, mache ich. So, jetzt ruft mich am Donnerstag die Firma an. Frau Bogner, das mit dem Termin wird ja wohl nichts. Ich sage, wieso wird denn ja nichts? Wir haben keine Einladung gekriegt. Ups. Ich habe gesagt, hören Sie zu, der Termin steht. Da hat die Bürgermeisterin das der Verwaltung übergeben, gesagt, bitte die Firma zum 1.11. einladen und die Verwaltung, nö, wir wollen die überhaupt. Fertig. So, wird es nicht weitergeschickt. Also habe ich die Bürgermeisterin angerufen und gesagt, Frau Wolf, die Einladung ist noch nicht raus. Weil sonst wäre das doch gekippt. Dann wären die jetzt Stadtrat wäre gewesen, alle hätten das Informationsmaterial gehabt, ja, und die Firma ist nicht da. Na, ist ja wohl klar, na, über die brauchen wir ja gar nicht mehr zu reden. Und so ist für mich das wahre Leben eines Stadtrates. So, jetzt könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Nein. Schwere Aufgabe, ja? Ja, also erstmal danke und ich fände es vielleicht nicht schlecht, wenn wir nochmal aufgeklärt werden über so die Konstruktion, die rechtliche Konstruktion einer Stadtverwaltung. Insbesondere, was sind die Aufgaben überhaupt eines Stadtrates konkret oder was ist die Aufgabe eines Bürgermeisters, um daran ein bisschen zu erkennen, was darf ein Bürgermeister, was darf der Stadtrat, was können gar nicht. Und also solche Aufgaben müssen übertragen. Also vielleicht auch noch so ein bisschen in die in den Aufgabenbereich der Gemeinde reingehen, mhm. Okay. Wo man sieht, sagt, also übertragene Wirkungskreis oder eigene Wirkungskreis, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, in dem man dann steckt so als Stadtrat. Darf ich ganz kurz mal einhaken? Wir hatten während dem ersten Vortrag, wurde das Thema gestellt. Dann war das nochmal. Ich habe da aber Video drüber, glaube ich. Deswegen bin ich jetzt, ja, nö, ist ja kein Ding, aber deswegen bin ich nicht drauf. Ich wollte jetzt nicht alles nochmal doppelt gemoppelt, weil Olaf und Jens fand ich, haben das echt toll gemacht. Und deswegen bin ich gleich so ins Eingemachte gegangen. Die Stadträte sind auch alle nur ehrenamtlich, wenn ich sage. Ja, die kriegen eine Aufwandsentschädigung, kann ich sagen, 82 Euro bei uns im Monat. Ja, nochmal, das ist halt neben Beruf und sonstigen Tätigkeiten alles auch noch machen muss. Ja. Das Arbeitszeit noch nicht erniedrigt. Nein, wenn man es versucht, richtig zu machen, ist es eine ziemlich schwere Aufgabe, finde ich. Es geht auch anders und viele machen es auch. Muss ich jetzt auch so sagen. War schon? Du hast gesagt, du bist Einzelkämpferin gewesen und hast jetzt dich dafür entschieden, in eine Partei einzutreten. Ja. Und da würde mich jetzt mal so deiner Perspektive interessieren. Was denkst du denn zum Beispiel, was damit jetzt für dich für mehr Möglichkeiten offenstehen? Also zum Beispiel, ich meine, wir haben ja im Endeffekt trotzdem keine Fraktion in Übersfelde, sondern halt im Endeffekt ja einen Landesverband erstmal, der größtenteils dort agiert. Und weniger regional. Das heißt, was zum Beispiel siehst du da für Vorteile drin für dich? Ist es zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit? Ist es das Programm dahinter? Ist es einfach vielleicht die Methode? Aber was genau ist zum Beispiel regional oder kommunal für dich dabei ganz wichtig? Warum ich mit den Piraten, habe ich ja kundgetan, in den Stadtrat ziehen möchte? Ist das die Frage? Oder warum ich nicht mehr fraktionslos sein möchte? Weil fraktionslos bedeutet, ich bin über 15 Jahre immer wieder gewählt worden. Das ist ja auch ein ganz anderes Wahlsystem, wenn du alleine bist, also fraktionslos dich aufstellen lässt, als wenn du von einer Partei aufgestellt werden willst. Okay. Die Gründe, warum ich mich, ich hätte mich auch ja, für eine andere Partei entscheiden können, die Piraten, das
die Gründe muss ich ja jetzt nicht erörtern oder nee. So. Aber du hast jetzt, wenn du eine Fraktion hinter dir, und das ist mein Ziel, das ist, ich möchte jetzt nicht hier die Piratin Andrea, sondern da sollen noch mehrere Piraten mit dabei sein. Und da sind wir auch am Arbeiten dran, dass das hinhaut. So, du bist als Fraktionslose, du darfst keinen Ausschuss leiten, Punkt 1. Du bist machtlos, was meine Arbeit noch schwieriger gemacht hat. Ja, weil du dich tausendmal mehr vorbereiten musst und noch mehr, dass du die Stimmen, du musst ja die anderen kippen. Die anderen haben eine Fraktion hinter sich, die dann sagen, Mensch, Andrea, hast du recht. So, und so muss ich das verteilen und das ist noch viel, viel mehr Arbeit. Und mit einer Fraktion, ich möchte im Stadtrat, ich möchte, dass wir dann eine Fraktion gründen und damit zum Beispiel auch, was ein ganz interessanter Ausschuss ist, der im Hauptausschuss. Automatisch hast du eine Fraktion, muss mindestens ein Mitglied dieser Fraktion in dem Hauptausschuss sein. Der Hauptausschuss hat zum Beispiel die Aufgabe, es gibt ja noch viele, da zentralisiert sich so alles, was der Bauausschuss und Sozialausschuss, Schulausschuss weiter. Und bis zu einer gewissen Summe darf der Hauptausschuss das entscheiden. Machen wir dies, machen wir das, machen wir jenes. So, und dann geht das gar nicht mehr weiter an den Stadtrat, sondern der Stadtrat kriegt nur eine Vorlage, Hauptausschuss hat entschieden. Das segnen wir nicht mehr ab, gar nichts. Das ist dann erledigt. Und das wäre zum Beispiel, ich sag mal, Macht nicht, das ist ja immer so mein Ding, Macht nicht im Sinne, ich bin machtgeil, sondern ich durch mehr Macht kann ich mehr für die Stadt und für erreichen. Oder wir. Okay, dazu möchte ich noch kurz was sagen, weil ich ja bei euren Stammtischen öfters anwesend war. Also die Leute, die da hinkommen zu den Piratenstammtischen, denen geht es auch vor allem darum, weil sie auch darum kämpft, dass es transparenter wird. Ja. Wie du ja selber auch gesagt hast, da werden Dinge dann entschieden und keiner weiß, denn wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und das ist eins ihrer wichtigsten Anliegen, das habe ich mitbekommen. Alles gut? Also ohne Fraktionen bin gar nicht im Hauptausschuss. Nein, darfst du nicht. Du darfst keinen Ausschuss. Was du also, darfst, entschuldige, dass ich unterbrochen bin. Was du darfst, ich darf in jeder Sitzung dabei sein. Ja. In jeder. Ich darf aber kein Wort sagen. Kein Wort. Es sei denn, mir auch als Stadtratsmitglied nicht oder als Ortschaftsrat nicht. Es sei denn, du kriegst ein Rederecht eingeräumt, was mir sehr selten eingeräumt wird. Das heißt, du bist doch gar nicht antragsberechtigt, oder? Das, du hast immer bei mir ist so, ich mache alles öffentlich. Im öffentlichen Teil gibt es ja einmal diese Fragestunde für die Bürger und dann gibt es noch Anfragen und Anregungen der Ortschafts- und Stadträte. Und da mache ich das dann immer. Ich mache das immer, ich mache so und so grundsätzlich meine Arbeit öffentlich. Es geht zum Beispiel so, natürlich bin ich bei einigen Stadträten nicht so beliebt und dann kommen dann Tagespunkte, wir möchten die Tagespunktordnung ändern. Wir haben hier für Frau Bogner noch eine Anfrage für den nicht öffentlichen Teil. Meldet sich Frau Bogner und sagt, wenn über meine Person, dann nur im öffentlichen Teil. Weil über mich kann man alles wissen, kein Ding. Dann kommt es nicht mehr auf die Tage, das ist dann immer sehr nett, dann kommt es nämlich nicht mehr rauf. Dann auch die und sich erledigt. Fertig. Und das ist der Alltag. Also man sollte jetzt nicht alles so schön zu reden oder so. Es ist schon, man muss schon eine gesunde Einstellung haben dazu. Und durchhalten. Ja. Wo kann man das denn ändern? Also dass du eben nicht in diesem Hauptausschuss dabei sein kannst. Ist das eher so, also auch wieder eine kommunale Verordnung oder sowas? Oder du musst ist das Fraktion. Nee, die Gemeindeordnung gibt das vor. Also die Ausschüsse werden laut Vorschlag von den Fraktionen besetzt. Mhm. Das heißt also, wer keine Fraktion kennt, in keiner Fraktion hat keine Chance. Es sei denn, er findet eine Fraktion, das ist möglich, die ihnen dann trotzdem vorschlägt. Also wenn die SPD mit der SPD kuschelst und die sagen, okay, die Andrea kann dann auch in den Hauptausschuss, dann nimmst du denen praktisch eigentlich den zustehenden Platz weg, ja, weil die dir vertrauen, dass du so stimmst, wie sie das wollen. Nur ratet mal, ob ich irgendjemand haben wollte. Aber darf ich dann noch die Anschlussfrage? Aber rein rechtlich, irgendwie spricht da was dagegen, dass diese, also dass du als Einzelperson... Als das ist vorgeschrieben, das ist Gesetz. Also ist das jetzt einfach nur, sage ich jetzt mal, das Gesetz von der Gemeinde, das man ändern müsste, oder spricht da noch auf anderer Ebene noch was? Eine Gemeindeverordnung. Also es ist. Und die kann man wieder nur ändern, wenn man eigentlich sozusagen alle anderen Fraktionen überzeugt. Richtig? Ja, das heißt eigentlich wieder nur Machterhalt und Leute raushalten, oder? Gemeindeordnung kann nur der Landtag ändern. Ja. Der Landtag. Das ist ein Landesgesetz.
Okay, also muss man aus Landesebene. Okay, würde ich wissen, danke. Inwiefern ist es denn richtig, dass die Fraktionsstärke, also die Größe, ab wann eine Fraktion gewählt werden kann, von der Geschäftsordnung abhängt? Weil es gab, glaube ich, diesen Fall, dass wir im Stadtrat von Frankfurt eingezogen sind und dann wurde versucht, die Fraktionsgröße, also die Mindestfraktionsgröße so zu ändern, dass die Piraten keine Fraktion mehr stellen konnten. Das sagt die Verordnung eigentlich auch die Gemeindeordnung vor? Wir müssen zwei sein. Also das kann aber, wer legt das fest? Wer darf das ändern? Land. Die haben Sachsen halt auch geändert. Wie viele sind denn jetzt? Von zwei auf drei. Drei? Von? Nur mal so von zwei. Von zwei. Nee, drei von wie vielen Leuten sind da drin? Nee, das kommt. Das Vorschlagsrecht ist. Also eine Fraktion zu bilden, brauchst du mindestens jetzt drei Leute. Ja, wie viele Leute sind generell in Stadtrat? Das ist unterschiedlich. Stadtrat, das ist nach der Einwohnergröße. Also das kann bis zu. Magdeburg sind 60, bei uns in Barlingen sind 19. Bei uns sind es 35, 33. Kommt auf die Größe der Gemeinde an. Und die Ausschüsse. 10% mal so 10, die Leute, die man haben muss. Ja. Die Ausschüsse werden also dann noch in der Hauptsatzung festgelegt, wie die Mitglieder das sind. Das sind so zwischen, je nachdem, wie groß das Gremium ist, vielleicht zwischen 5 und 10. Mhm. Aber in den Ausschüssen wird sehr viel unterhalb der. Ja. Der eben nur entschieden, was in den Stadtrat oder im Gemeinderat soll. Und somit kann man sehr viel in kleinen Regionen abgelten und je nachdem. Und deswegen müssten ja, wenn die Piraten eine Fraktion hätten, müssten sie in den Hauptausschuss. Und der hat jetzt, sage ich mal, schon ganz schön was zu sagen. Und da kann man natürlich wirklich auch etwas entscheiden, was der Stadt gut tut. Und in den Hauptausschuss musste kommen. Das ist ganz wichtig. Du kommst vielleicht nicht in den Bauausschuss und nicht damit, aber alle Ausschüsse treffen, ist ja Hauptausschuss dann nochmal. Noch eine Frage? Was für Ausschüsse gibt es so? Also Hauptausschuss, dann gibt es Soziales, dann gibt es Kultur, dann gibt es Schule, dann gibt es, also manche, es kommt auch auf die Ortschaften drauf an, manche sind zusammengefasst, Finanzausschuss, ganz wichtig, ganz, weil Haushalt und so weiter, womit sich auch keiner beschäftigt. So. Personalausschuss, wenn die Gemeinde groß. Es gibt ja keine Festlegung, dass nicht jede Gemeinde für sich. Ach so. Ja. Welche Ausschüsse sie bilden. Vielleicht jeder Gemeinderat oder jeder Stadtrat für sich nicht das fest. Das kommt auch immer auf die Besonderheiten an. Es gibt, was weiß ich, eine wirtschaftsstarke Gemeinde, die möchte gerne nochmal einen extra Betriebs- und Wirtschaftsausschuss haben. Ja. Es gibt dann wieder andere, die legen andere Prioritäten. Das ist dann wieder entscheidend für das der jeweiligen Gemeinde. Also das ist das, was Olaf gesagt hat. So gesehen, der Stadtrat hat dafür zu sorgen, dass denn, wenn ein Ausschuss für sowas nötig wird, weil irgendwas Neues geschaffen wird, dass der Stadtrat dann sagt, so, jetzt eröffnen wir noch den Ausschuss oder gründen den Ausschuss. Es gibt also auch feste Ausschüsse und es gibt auch zeitweilige. Und man kann doch, also nur mal im Zusammenhang mit dem Verfahren hier mit dem Bürgermeister, mit dem hatten wir einen zeitweiligen Ausschuss ein. Kein Untersuchungsausschuss, das steht uns nicht zu als Kommune, aber so eine Art Akteneinsichtsausschuss haben wir den dann genannt, haben dann die ganzen Dinge exzertiert und haben dann da entsprechend. Oder wenn es nicht reicht für einen Ausschuss, machst du eine Arbeitsgruppe. Ja, aber Ausschuss ist günstiger, weil Ausschuss ist. Feste Gremien. Ja. Beim Hauptausschuss habe ich das richtig verstanden. Kann der denn letztlich auch Schlüsse aus den anderen Ausschüssen absehen? Oder also? Naja, er kann abnehmen? Ja. Also ich sage jetzt mal, der Bau- und Vergabeausschuss überlegt sich, macht jetzt irgendwas. So, dann kommt es in den Hauptausschuss. Das ist gut. Es kommt auf die Größe an. Also es kommt immer auf die finanziellen Mittel an, wie teuer das ist. Angenommen, das ist jetzt eine Sache für den Hauptausschuss. Sagt der Hauptausschuss, also nee, aus dem und dem und dem Grund nicht. Und dann, wenn alle sich einig sind, dann heißt es abgeschmettert. Dann hat man aber immer Möglichkeit, das trotzdem in den Stadtrat zu, oder wenn sie sich nicht einig wären oder sonst was, hat man immer noch die Möglichkeit, es in den Stadtrat hineinzubringen, in der Hoffnung, dass man dort dann die Mehrheit bekommt. Okay. Wer so Erfahrungsbericht. Wie starr sind denn gerade auf kommunaler Ebene diese Grenzen? Oder ist das doch, spürt man da auch mehr so im Parteienblock ab oder ist es dann doch der Freier, sagen wir mal?
Also wie gesagt, nur bei uns. Kann man da also eher mit Fakten die Leute überzeugen? Also ich, man muss jetzt mal fairerweise sein, aber das liegt bestimmt auch daran, weil ich das nun schon 15 Jahre mache. Und ich habe da auch keine Hemmung, Leserbriefe, Volksstimme, Altmarktzeitung und dann wie der Aufsichtsrat der Überbescheid zum Beispiel. Ja, und dann halte ich mich an Fakten. Dadurch habe ich mir ein bisschen Respekt verschafft und dadurch kippen einige Stadträte um, wie jetzt mit dieser Firma Dimlight. Wenn jetzt, wie jetzt alle denken würden, Andrea ist bekloppt, hätte ich ja keinen gefunden, der die Sache im Stadtrat hätte kippen können. Also es mit Diplomatie und ich denke mal, wenn ein Neuer kommt, der hat es ganz schwer. Der hat es ganz schwer. Das, glaube ich, ist schon, na, möglich ist es. Aber muss man eben sich ganz schön durchbeißen, so. Okay. Gut. Dankeschön. Okay, danke.